Die Welt scheint wieder in Ordnung und das nicht, weil ich hier über den Dächern von Tokio sitze mit dem wunderschönen Ausblick hier im Hintergrund, sondern weil die Märkte steigen. Und das ist durchaus ja ein angenehmes Zeichen, zumindest mal für diejenigen, die Aktien aktuell halten. Und das kann tatsächlich noch ein gutes Stück weitergehen. Der DAX hat durchaus Chancen, nochmal hier auf erhöhtes Terrain vorzustoßen. Ich sage mal ungefähr auswendig, ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf, 11.900. Aber man kann sich auch merken, das Übersteigen der Zwischenhochmarke im August, also Mitte August, bei den Amerikanern ist ebenfalls noch relativ realistisch. Also Dow Jones, S&P, Nasdaq und alle Kollegen dort, die müssten eigentlich das nochmal nach oben hin reißen. Das wäre zumindest mal aus Symmetriegründen, aus charttechnischen Gründen typisch. Und vielleicht reicht es dann ja sogar für noch ein bisschen mehr. Also die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Charttechnisch sieht alles zumindest weiterhin auf Kaufen aus. Allerdings haben wir auch den einen oder anderen Druck, der noch auf den Markt einwirken kann. Das ist nicht so sehr der Arbeitsmarkt, der ist ja schon gegessen heute in Deutschland. Das gab allerdings keine Überraschung. Das sind auch wohl nicht um 14 Uhr die Verbraucherpreise, die ebenfalls nicht wirklich überraschen dürften. Vielleicht ist es um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt, das GDP aus Amerika. Das kann natürlich immer, ich meine, da gibt es auch Erwartungen und wenn die einigermaßen erreicht werden, dann passt das schon. Aber es kann natürlich sein, wenn da die eine oder andere Abweichung ist oder Korrektur der vorangegangenen Zahl, dass dann bei solchen Daten die Bewegung auf einmal doch nochmal heftiger wird. Trotz alledem, der Tenor ist auf jeden Fall bullisch aktuell in den Märkten und man kann davon ausgehen, dass da noch ein bisschen mehr geht. Also, lassen wir uns mal überraschen, was der Markt heute noch kann. Trade des Tages wird heute etwas später werden. Das ist technisch leider bei mir nicht anders machbar. Trotz alledem wünsche ich Ihnen, dass Sie bei Ihrer Wahl Ihrer Trades für heute Nachmittag vielleicht schon das richtige Händchen haben. Und dann sehen wir uns später und hören uns bestimmt nochmal wieder. Ihnen alles Gute.